Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Und hier seht ihr unsere imperiale Flotte. Ist sie nicht schön? Ach, herrlich. Ja, so, wir spielen weiter. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und wir müssen weitermachen und vor allen Dingen, wir brauchen eine Ansprüche auf die beiden. Das sind 70 und zu viele Momente. Ja, das lassen wir nochmal bleiben. Ich weiß auch noch nicht genau, wie gesagt, ich habe eure Kommentare nicht gelesen, ich nehme das als Blog auf von 2 Folgen und ich würde gerne mal wissen, ob ihr einen Eroberungskriegsgrund oder einen Vassalisierungskriegsgrund besser findet. Ihr könnt sie auch gerne mal unter das Video schreiben. Hier wird weiter, na, das meine ich jetzt nicht, ich wollte eigentlich das hier haben. Hier wird weiter aufgerüstet, wir sind jetzt bei 32 Schiffen, da fehlen noch ein paar. Okay. Das ist ja widerlich. Die breiten sich hier auch aus. Das Schlimme ist vor allen Dingen, die haben mittlerweile schon die notwendige Technologie, dass die durch Wurmlöcher fliegen können. Das heißt also, dass diese Vögel auch hier hinten sich ausbreiten könnten, wenn sie dahin kommen. Naja, okay. Während immer mehr Weltraumkulturen formelle Beziehungen zueinander aufbauen, wird die Galaxie zu einer pulsierenden und lebendigen Ort. Um Missverständnisse zwischen den Nationen zu vermeiden, haben immer mehr Diplomaten die Gründung einer neuen pangalaktischen Organisation gefordert, einer Gemeinschaft, in der sich die Reiche der Galaxie treffen können, um wichtige Angelegenheiten zu erörtern. Soll das Imperium seine Unterstützung für die Gründung einer solchen galaktischen Gemeinschaft zusagen? Ja, das würde interessant werden. Und zwar aus folgendem Grund, ich glaube, dass das für unser Imperium und unsere Absichten zu schützen im Moment genau das Richtige ist, denn wir sind noch nicht stark genug, um da weiterzugehen. Und wir müssen hier auf jeden Fall weiterbauen. Ja, das ist echt wichtig. Haben wir das schon erforscht? Nee. Also wir müssten eigentlich echt bis hier hinten hinkommen, denn hier gibt es auch wieder ein paar schöne Planeten, die wir kolonisieren können. Und ich würde tatsächlich sagen, dieses Schiff hier, du, erkundest hier weiter. Das ist nämlich noch wichtiger. Einmal hier erkunden, da erkunden, dort, dort und dort. Und diese Strecke müssen wir haben, damit wir hier hinten dieses Wurmloch bekommen. Das ist wichtig. So, einmal weitermachen. Und wir gucken mal in Cordip Prime rein. Hat er hier irgendwas weitergebaut? Nee, noch nicht. Wie sieht's aus mit den... Bitte erstmal sein lassen. Wie sieht's aus mit den Ressourcen? Wir haben noch genug. Da bin ich mal gespannt, was er macht. So. Eine Liste von Zielen wurde fertiggestellt und unsere Agenten haben sich leise in Position gebracht. Sie warten auf unser Signal, um mit dem Aufbau der Schläferzelle zu beginnen. Ja, los geht's. So, das ist hier oben. Wie sieht's eigentlich hier unten aus? Ja, Porabim, das ist ärgerlich. Die Berichte, die wir von Operation Schläferzelle vorbereiten, erhalten haben, waren bisher positiv. Eine große Summe nicht zurückverfolgbarer Credits und gefälschte Referenzen haben unsere Agenten die notwendige finanzielle Schlagkraft verschafft, um Positionen in der mittleren Führungsebene in vielen der führenden Konzerne zu erhalten. All dies ermöglicht es unseren Agenten, uns über die neuesten Geschehnisse innerhalb der Allianz auf dem Laufenden zu halten und gibt uns langfristig die Möglichkeit, dort Operationen durchzuführen, wenn wir es wünschen. Sehr gut. Wunderbar. Top. Eine Liste von Zielen wurde fertiggestellt und unsere Agenten bereiten sich vor. Makaro Partnership 89 Tage erforschen und hier bitte auch beginnen. Sehr gut. Weiter geht's. Das heißt, hier könnten wir jetzt gucken, dass wir in Richtung der Freibeuter bewaffnen gehen. 3600, wow. Okay, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Weiter geht's. Und hier sehen wir übrigens mittlerweile, dass wir überall auf Stufe Mittel sind. Das ist schon nicht schlecht. Bei dem Makaro sind wir nach langer Vorarbeit auch überall auf Stufe Mittel. Das ist schon ziemlich gut mittlerweile, muss ich sagen. Die Klickstack
Da könnten wir nochmal schauen, wie es bei denen aussieht. Das ist ein Rivale. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da sinkt das beständig. Ja, das war zu erwarten. Okay, Sternbasis fertig. Dann einmal direkt dahin bewegen, bitte. Die Makaru zur Allianz. Oh, das ist doch grundsätzlich gut. Ich glaube nämlich, dass der Typ jetzt ziemlich alleine dasteht, der hier. Er zieht seine Schiffe hier zusammen. Ah, wir haben einfach nur den View verloren. Okay, wir haben den View verloren. Das hat nichts damit zu tun, dass er seine Schiffe zusammenzieht. Alles klar. So, wie sieht es denn bei unseren Forschungsschiffen aus? Die Nosferatu hat nichts zu tun. Wie könnte das denn passieren? Jetzt gucken wir erstmal. Du hast hier hinten noch ein Zweier. Zack, kannst da mal hingehen, bitte. Beziehungsweise kannst du auch erst das hier angucken. So. Ein bewaffnetes Schiff, das im Orbit von 1ES-997 entdeckt wurde, ist ein verlassenes Militärschiff namens Nerefres Stotz. Seine leichte Hülle und die Ausweichshardware lassen vermuten, dass es für Patrouillenmissionen in der Ferne gebaut und seitdem in einem Langstrecken-Stealth-Bomber nachgerüstet wurde. Aufzeichnung der Schiffskommunikation enthüllen, dass es von einer Rebellen-Guerillas entführt wurde, als es auf dem Weg zu einem geheimen Komplex namens Xavan Labors war, die eine so starke Waffe erhalten sollen, dass die den Krieg gewonnen hätten. Wow. Wir haben das Ziel des Schiffs aus seiner Navigationsdatenbank extrahieren können. Ja, da schicken wir jemanden hin, natürlich. Na, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage. Da ist das. Das ist ein Askella. Ja, wie geil ist das denn? Haben wir da ein Forschungsschiff? Hier, ne? Untersucht. Da schicken wir sofort jemanden hin. Spezialprojekt untersuchen. Das können wir abbrechen und beim nächsten Mal weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Super. So, die Yangtze hat nichts zu tun. Genau, mit dir hatten wir ja gesagt, dass wir da nichts weitermachen wollen. Deswegen gehen wir hier hin und werden hier die Station weiter ausbauen. Oh. Sehr spannend. Wir sind auf ein weiteres verlassenes Sterntor gestoßen, dieses Mal im Turanai Vortex-System. Es scheint vollständig aus mikroskopisch kleiner Nieten gebaut worden zu sein, die ein uns unbekanntes Design haben. Im Gegensatz zum vorherigen Sterntor wurde dieses seit seiner ursprünglichen Konstruktion erheblich modifiziert. Seine Verbindung mit dem Rest des Netzwerks wurde unterbrochen und stattdessen ist das einzig gültige Ziel eine unbekannte Sterngruppe direkt hinter unserer Galaxie, die von unseren Astronomen als L-Cluster bezeichnet wurde. Obwohl das Sterntor eine schwache Energiesignatur ausstrahlt, wurde es scheinbar absichtlich in eine Art Wartungsschleife eingeschlossen, die seine Aktivierung verhindert. Bis wir den Weg finden, um diesen Prozess abzubrechen, bleibt das L-Cluster außerhalb unserer Reichweite. Ja, mal gucken, ob das so bleibt. Ich verrate nichts. Ich kenne die Geschichte schon dahinter. Deswegen verrate ich da jetzt einfach mal nichts. Da gibt es einen Planeten. Eine arktische Welt. Okay. So, du hast nichts zu tun. Ja, da können wir nichts mehr machen. Da können wir auch nichts machen. Dann kannst du eigentlich da hinten hinfliegen und die Bergbaustation bauen. Okay. So, wie sieht es hier oben aus? Er hat da weiter gebaut. Und wir können dort bitte eine Sternbasis bauen. Du gehst bitte direkt dahin weiter. Ah, da sind die Makaru schon. Ah, unglaublich. Während der Erforschung vom Turanai Vortex hat die Flying Rainbow eine vorher unbekannte strategische Ressource entdeckt, die dunkle Materie. Diese exotische Substanz hat viele Eigenschaften, die scheinbar mehreren Naturgesetzen widersprechen. Es könnte möglicherweise die Wissenschaft revolutionieren. Wow. Oh, 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 seht ihr das? Ein L-Tor und das hier. Oh je, mal gucken, was da auf uns zukommt, ihr Lieben. Recon Pass completed. Und vor allen Dingen die Makaru. Also das ist der Wahnsinn, ne?
Klar, die breiten sich jetzt da oben aus mit aller Macht, die sie besitzen. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Das ist unglaublich. Unglaublich. Construction complete. Also das ist... mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte. Mittlerweile ebenbürtig. Wie sieht es hier bei denen aus? Sind sie mittlerweile... Okay, sind immer noch ebenbürtig. Aber wir arbeiten daran. Bei der ersten Flotte. Also wir haben wieder 1000. Wir gehen in den Flottenmanager. Und die Flotte ist verstärkt. Weitere Zerstörer bitte. 1100 ist zu viel. Wir bauen 9 Stück. Wir bauen 4 Kristalle dafür. Die haben wir. Und alle verstärken bitte. Cybanks, Cybanks, Hixem und Cybanks. Alles klar. Dies ist ein historischer Tag. Mehrere der größeren Weltraumreiche der Galaxie, darunter das Imperium, haben die Gründung der Galaktischen Gemeinschaft angekündigt. Diese reichsüberspannende Organisation wird als Forum dienen, in dem Angelegenheiten, die die gesamte Galaxie betreffen, diskutiert und entschieden werden können. Da bin ich sehr gespannt, vor allen Dingen, weil wir versuchen werden, das Ganze natürlich zu unserem Gunsten, zu beeinflussen und... Sehr cool, durch harte Arbeit hat unsere Wissenschaftler eine neue Stufe erreicht. Und wir sehen jetzt hier übrigens auch mal die ganzen Nationen, die wir haben. Hier ist erstmal eine große Leere. Hier sind die Utheni-Union, eine theokratische Oligarchie. Die sehen ja nett aus. Dann gibt es hier die Favarian Shipping Alliance. Mhm. Okay. Dann gibt es hier oben nichts. Den Chino-Konzern, die Ethnische Union, eine Koalition. Hier vorne gibt es etwas, den Chino-Konzern. Also unheimlich viele Konzerne sind hier. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Und die sind übrigens im Krieg mit den hier. Okay. Hier gibt es das Makaru Imperium. Xander Royal Worlds. Makaru Partnership. Megakonzern. Haben die miteinander was zu tun? Wir gucken mal. Hier ist das Makaru Imperium. Tatsache. Hegemonische Imperialisten. Na, das kann ja interessant werden. Da schicken wir mal einen Spion hin. Haben wir jemanden? Spionagenetz aufbauen, verbesserte Beziehungen. Da haben wir noch nichts. Ich würde sagen, die Makaru sind momentan nicht so wichtig. Wir schicken mal ihn los. Wir haben da ja Gott sei Dank unseren Schläfer, unser Netz aufgebaut. Ja, wir schicken den mal dahin. Bevor ich jetzt weitermache, will ich sicherheitshalber nochmal gucken. Ich meine, wir hatten die Schläferzellen vorbereitet, fertig. Genau, wir haben bereits Schläferzellen etabliert. Ja, perfekt. Und das ist ja der Wahnsinn. Aber so wie es aussieht, scheint es hier wirklich keine anderen Menschen zu geben. Na gut, das ist ja nicht schlimm. Dann sind wir halt die einzigen Menschen, die es hier gibt. Das gefällt mir. Okay, so. Das breite Schild. Das Universum ist ein gefährlicher Ort und alle Mitglieder der galaktischen Gemeinschaft sollten bereit sein, ihre Welten zu verteidigen. Bedeutung der Flottenstärke plus 20, Flottenstärke plus 10. Das finde ich gut. Das werden wir unterstützen. Und jetzt sehen wir übrigens mal im Vergleich, wie stark wir tatsächlich mit den anderen Reichen sind. Wir sind aktuell bei 734 und damit im Mittelfeld. Die besten sind tatsächlich die Makaru Partnership mit 168 Flottenstärke, 121. Das ist halt mal ganz interessant. Vor allem, weil wir mal gucken können, ob er auch dabei ist hier unten. Die Allianz. Wie sieht denn das Icon aus? Das ist dieses komische Ding mit dem Stern. Flottenstärke 88. Das heißt, er ist... ja, wir sind knapp 50% stärker. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wir werden unsere Flotte hier weiter ausbauen. Ich denke auf, ja, so 6.000, 7.000. Und wenn wir das haben, dann werden wir hier den Krieg erklären. Wir sollten hier nämlich echt auf absolut auf Nummer sicher gehen.
bei dem Thema und auch genügend Ressourcen in der Hinterhand haben. Denn das wird ein harter Krieg werden. Das muss man halt ganz klar sagen. So. Es ist auch die Frage, ob wir hier weitergehen wollen. Da können wir schon mal nicht weitergehen. Deswegen gehen wir mal dahin. Und danach dort. Das haben wir auf jeden Fall schon mal sicher. Das ist gut. Grenzen schließen, Shinnok-Konzern. Ja, das war zu erwarten. Gibt es eine arktische Welt? Die ist nichts für uns. Die Entdeckung der ersten abgestürzten Flugmaschine brachte uns auf den richtigen Weg und führte zur Entdeckung einer Vielzahl ähnlicher Absturzstellen, die auf der Oberfläche des Planeten verstreut liegen. Diese merkwürdigen toten Maschinen haben zweifellos etwas mit dem geheimnisvollen geometrischen Formen zu tun, die diese Welt prägen, aber das Ausmaß der Schäden, die durch den Absturz aus großer Höhe verursacht wurde, macht die Analyse schwierig. Jo, gab weiter. Immer weiter, immer weiter. So, zwei neue. Den galaktischen Markt gründen. Geburt des galaktischen Marks. Speicher von Ressourcen auf jeden Fall. Machen wir. Schlagwortstandardisierung. Diplomatische Bedeutung der Wirtschaft. Finde ich gut. Wie liegen wir denn da? Wirtschaft ist knapp 200. 300. Wow. 327. Unglaublich. Das heißt, wer ist das? Die Klickstacks sind, was Flotte angeht, unbekannt. Ja gut, aber wenn die schon bei 300, 400, 500, 600, 700, 800... Ach so, okay, jetzt verstehe ich das. Das heißt, der momentane Wert ist natürlich auch... also die Flottenstärke kommt gar nicht oben drauf. Okay, verstanden. Ja, ist natürlich hart, ne? Also ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad Admiral ist definitiv schwieriger geworden. Das muss man ganz klar sagen. Die KI ist auf jeden Fall besser geworden. Wir haben in diesem System Erstkontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt, mit den Bravo-Boogies. Wo ist denn das? Sind die gerade aus dem Wurmloch gekommen? Ach so. Ach, okay. Das sind die, ja. Okay, da brauchen wir jetzt keinen abziehen. Das ist nicht so schlimm. Vor allen Dingen auch mit in der Wurtheokratie weit weg. Okay. Weiter geht's. Hier oben. Ich hoffe, dass da keine interessanten Planeten für uns sind. Hier unten ist auf jeden Fall einer unbeansprucht. Jawohl. Das heißt, einmal dahin. Da bauen wir uns weiterhin. Vor allen Dingen müssen wir auch hier weitermachen. Anomaly found. Vorher sein lassen. Das ist ja Wahnsinn, was hier an Ressourcen noch hängen, ne? Hier unten müssen wir hin. Genau da bist du hin unterwegs. Grenzen geschlossen. Makaro-Imperium. Das war irgendwie klar. Die Brüll Interplanetare Konföderation. Die Brüll Interplanetare Konföderation, wo sind die denn? Hier. Ach, hier. Ah, okay. Oh. Ja, die sind ja nett. Was haben wir denn hier? Materialistisch und fanatisch egalitär. Ja, ansonsten nicht so viel Interessantes. Es sieht echt so aus, als wenn wir hier keinen Menschen haben, ne? Das ist ja Wahnsinn. Gut, wir müssen fair sein. Wir kennen die hier alle noch nicht. Naja, mal schauen. Phyllis Ashton ist gestorben. Oh nein. Wir sind momentan am Partikeltechnologien am Erforschen. Und echt, wir haben nicht einen... Oh... Alle maximal Zweier oder Dreier. Na, dann können wir uns auch einen neuen rekrutieren. Forschungsgeschwindigkeit Biologie plus 15. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien erhöht. Erfahrungszuwachs schneller. Dann nehmen wir sie hier. So, weiter geht's. Beziehungsweise erstmal müssen wir hier nochmal reinschauen.
Schlagwortstandardisierung. Diplomatische Bedeutung der Wirtschaft. Bürokraten unterhalb plus 5. Ist uns egal, da unterhalten wir uns. Kooperative Forschung. Genau, wie liegen wir denn überhaupt bei der Technologie? Technologie 200, 231, also gar nicht so schlecht im Moment, ne? Gar nicht so schlecht. Dann würde ich tatsächlich sagen, das unterstützen wir mal. Tyranki-Bekämpfung, was? Jedes Reich, das Tyranki innerhalb seiner Grenzen begeht ein Bruch des galaktischen Gesetzes, bis die Kreaturen entweder vernichtet worden oder von selbst verschwunden sind. Nein, ablehnen. Hallo? Wer seid ihr denn, Galactic Obeveni State? Das ist ja widerlich. Gefallen einfordern können wir nicht. Also wenn das Gesetz durchkommt, dann geht dann, also ganz ehrlich, dann treten wir raus. Das ist ja unglaublich. Auf keinen Fall. Grenzen geschlossen zwischen den Brüll. Science Division reports a new breakthrough. Sehr gut. Rumpfstärke für Plattform erhöht. Das ist sehr gut. Jetzt können wir Sternfestungen. Oh ja. Baugeschwindigkeit erhöht. Ich würde aber wahrscheinlich eher in die Richtung gehen, dass wir den Zerstörer verbessern. Ionendisruptoren, das ist eine Sache, die möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen, damit wir unsere erste Flotte, wo wir nennenswerte Anzahl an Ionendisruptoren haben, wirklich noch nehmen. Und wir sind übrigens jetzt schon bei 5000. Das ist ziemlich gut. Wir gehen mal in den Flottenmanager. Bauen unseren letzten Zerstörer. Und können mal gucken, ob wir jetzt tatsächlich noch hier drei Korvetten mitbauen. Das kostet 3 Kristalle. Die haben wir nicht. Bleiben wir bei 2. Die haben wir. Passt. Und verstärken bitte. Geheimagent wieder aufgetaucht. Ein seit langem abgelaufener Satz von Geheimcodes wurde soeben reaktiviert. Dieser bezieht sich auf die vergangenen Einsätze, die wir in der Makaro Partnership durchgeführt haben. Offenbar versucht ein ehemaliger Agent wieder Bericht zu erstatten. Okay. Die Nachricht erhält kaum Details, trägt aber die Markierung für Informationen über politische Schlüsselfiguren in einem fremden Reich. Unsere Sicherheitsberater bestätigen, dass die Codes bis vor kurzem noch gültig waren, aber ihr Ablaufdatum deutet darauf hindeuten könnte, dass sie von fremden Mächten kompromittiert wurden. Es ist schwer zu sagen, ob der Agent oder seine Botschaft echt sind. Mal gucken, was er hat. Mal gucken, was er hat. So, da gibt es 2 neue Sachen, die wir uns angucken können. Trost der Gefallenen. Der Unzufriedenheitsmalus für unbeschäftigte Arbeiter ist um 10% geringer. Einigkeit erhöht. Wenn das beides durchkommt, wären wir bei Technologie unter im Strich bei plus minus 0. Deswegen würde ich das tatsächlich auch unterstützen. Regulatorische Erleichterung, diplomatische Bedeutung der Wirtschaft, Bewohnerproduktion von Ressourcen, Bewohnbarkeit eigentlich minus 2%, finde ich gut. Das machen wir. So. Die Hixam-Station. Hartnäckiger ehemaliger Agent. Wir haben eine weitere verschlüsselte Nachricht erhalten, diesmal unter Verwendung einer anderen Chiffre. Unser vermeintlich verschollener Agent behauptet, sein Leben sei wegen der Information, die er beschafft hat, in extremem Maße gefährdet, wenn wir ihn nicht schnellstens evakuieren. So sagt er. Wird er in Erwägung ziehen, überzulaufen? Es ist nicht schlicht, wessen eine äußerst verdächtige Drohung, so sei es. Bereitung des Wir lassen keine ehemaligen Leute hängen. Bereitet das Evakuationsteam vor. Construction complete. Sehr gut. Dann kannst du bitte hier eine Sternbasis bauen. Das ist wichtig. Okay. Da gibt es ein... Inbound message traffic. Im Tuban-System. Ja, das kannst du bitte erforschen. Ein Wirtschaftspakt mit der Wurtheokratie. Wir erhalten 4 und sie 6... Ja, das können wir trotzdem machen. Ich denke, das ist ein guter Deal. Pangalaktische Recycling-Initiative. Baudauer von Blocker, Bewohnerunterhalt, minus 5 Diplomaten.
Nee, das möchte ich nicht. Das gefällt mir tatsächlich nicht. So, Verstärkung ist im Transit. Verleugneter Agent zurückgekehrt. Unser einst verleugneter Agent hat es zurück in den imperialistischen Raumbereich geschafft. Dieses makarische Individuum, das sich selbst als Uwe Galva identifizierte, wirkt nervös und erleichtert zugleich, hat aber sämtliche Sicherheitsprüfungen mit Bravour bestanden. Die Nachbesprechung wurde zwar als eher mühsam beschrieben, doch die gewonnenen Informationen haben sich tatsächlich als nützlich erwiesen. Wir haben damit Zugang zu einem wertvollen Spionagemittel erhalten. Nachdem die Angelegenheiten nun geklärt sind, kann die Verleugnung von Abava erneuert werden. Die Verleugnung? Okay. Mit der Bestätigung, dass er nicht mehr als im Einsatz vermisst gilt, können unsere derzeitigen Agenten zudem sicherstellen, dass E-Verleugnung dieses Mal Bestand hat. Ja, okay. Können wir mal gucken, was wir hier für ein Spionagemittel erhalten haben. Construction complete. Sehr schön. Aber wir haben ja momentan keinen Typen da, aber zumindest das Spionagenetz wird nicht sinken. Die Gebäude auf Hantaron 5 sind nicht so alt, wie wir zuerst angenommen hatten. Es scheint sich um einen Spielplatz oder einen Vergnügungspark zu handeln. Wissenschaftsoffizier Palasch stellt fest, dass viele der Vorrichtungen hochkomplexe Werke sind, von denen wir noch viel lernen können. Zudem war dies in den Alien-Augen der Konstrukteure vielleicht eine der modernsten Sensormatrixen oder sogar ein gigantisches Kunstwerk. Für Menschen aber sieht das hier mehr wie ein Ort aus, zu dem man seine Kinder mitnimmt, damit sie Spaß haben. Wow, 1300 und 1800, sehr schön. Der Planet Tuban 6 ist Heimat eines Wunders der Natur. Am Himmel erscheinen gigantische, farbenfrohe Explosionen, das Ergebnis der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre, die mit der Gammastrahlen der Sonne reagieren. Studenten und erfahrene Wissenschaftler gleichermaßen verbreiten diese Entdeckung wie ein Lauffeuer. Wow. Okay. Und mal gucken, ob wir was sehen. Schade. Okay, schade. Da sieht man leider nichts. Na gut. Da unten hin. Wie gesagt, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das noch haben will. Ich denke... Ah, es ist nicht vollständig erkundet. Ist das ärgerlich. Okay, dann bleiben wir erstmal da stehen und bauen hier bitte weiter unsere Bergbaustation und Forschungsstation. In der Nähe von Eugisim 6a sind die uralten gefrorenen Überreste von fast 1000 Aliens gefunden worden. Die Leichen stammen von über ein Dutzend verschiedener Spezies und ersten Datierungsversuchen zufolge sind sie ungefähr 600.000 Jahre alt, stammen also aus jener Zeit, in der das Cybrex-Maschinenbewusstsein Teile dieser Galaxis verwüstete. Oh Gott. New Sitrep. Das ist ja schrecklich. Okay, 180 Tage. Es ist... Wir machen erst das hier. Wir machen erst das hier und dann gucken wir uns das da unten an. Das ist mir jetzt zu spannend, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann, Leute. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Makaru im Süden, Makaru im Norden, die Feinde im Westen und überall haben wir jetzt Spezies entdeckt durch unsere Zugehörigkeit zum galaktischen Markt. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal dazu kommen werden, unseren Freunden oder Feinden hier den Krieg zu erklären mit unserer Flotte, die dann mittlerweile knappe 6000 Kampfstärke hat. Und dann werden wir zum Angriff übergehen. Also, beim nächsten Mal gibt's Krieg. Bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.